Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 30.12.2021 und damit auch den letzten Handelstag dann im Jahr 2021. Unser DAX hat sich jetzt hier ein bisschen vor dem kleinen Wölfchen erschreckt, was wir hier gestern hingestellt hatten. Und ist ordentlich mit seinem Board verkantet und ein bisschen den Hang runtergerutscht. Das sieht erstmal ein bisschen spektakulärer aus, als es ist. Ne? Ist es am Ende gar nicht. Also hat sich hier jetzt keinen Genickschuss verpasst, hat sich eigentlich gut gefangen. Und mal ein gutes Stück nach unten getragen. Wir hatten gestern drüber gesprochen, hatten die ersten beiden roten Kerzen drin, seit überhaupt Anstieg, hatten dieses Abflachen drin. Und was haben wir gesagt? Oh Gott, was habe ich gestern gesagt? 29 war es, glaube ich, heute im Premiumdienst. 98, 900 haben wir bestimmt gesagt, hä? Ich das jetzt hier so sehe, haben wir bestimmt gesagt, runter auf 98, 900, früh, am Morgen schnell, dann 9 Uhr nach oben, dann kriegt er eine Chance raus. Wir haben bestimmt auch gesagt, über 9,75 kriegt er Chance oben raus, das ist das letzte Hoch und über dem letzten Hoch hat er Anschlusspotenzial nach oben, Richtung 16,20 und mehr. Und das kam alles nicht. Ja, auch das frühe Runtergleiten, wie wir es gestern im Video beschrieben haben, 8 Uhr, dann 9 Uhr hochziehen, das kam nicht. Und dann ist die 98, 89, nee, die 900, 98 nach unten gebrochen und hat hier Platz freigegeben. Der Platz sollte reichen bis 8,30, aber eben auch bis 87, 57 erstmal, so hat man es gestern gesagt. Und die Zone wurde dann nicht ganz erreicht. Ja, wir sehen, dass er im Abflug runter zu, auf jeden Fall stand jetzt schon mal zwei grüne Kerzen wieder drin hat und damit langsamer fällt, als er zuvor gestiegen ist. Ja, das erkennt man sehr deutlich. Der bremst jetzt hier schon aus und das kann auch zum Donnerstag jetzt noch ein Stückchen angehoben werden, sodass ich den hier im Bereich zwischen 900 und 940 nochmal eine Chance geben würde, sich auch runterzudrehen. Ja, insbesondere hier so die 920 jetzt. Die wird von unten jetzt ein schöner Anlaufpunkt und dann würde ich den Bereich hier bei 57, 87 schon mal noch im Blick behalten. Wir haben das gestern so ein bisschen gesagt, dass man aufpassen sollte, wenn er denn dann fällt, dass er gegebenenfalls halt auch wirklich durchzieht dann und bestimmt sogar eben auch dann bis Tagesende vielleicht einfach auch abkippen kann und dass man da nicht zu motiviert dann eben long gegenhauen sollte. Und deswegen würde mich das nicht wundern, wenn der hier auch noch ein bisschen tiefer geht. So. Also das wäre ein interessanter Bereich hier um die 87, 57. Von dort würde ich mir auch eine Stabilität, also am besten wird es eigentlich jetzt so aussehen, hier hoch, dann hier runter und dann schon wieder ein bisschen nach oben ziehen aus dem Bereich. Ja. Sollte aber hier tiefer gehen, können wir vielleicht auch mal ein kleines Pfeilchen noch mitnehmen. Wie machen wir es? Machen wir so. Machen wir hier einen kleinen Faden. Also ich würde jetzt hier sowas in die Richtung erwarten. Ne? So, sieht ein bisschen hässlich aus, aber so würde ich es erwarten. Alternative wäre, er bricht hier durch und macht sich nochmal hier unten dann an die Kante. Und die liegt so im Bereich von 5,70. Das kann auch ein bisschen tiefer gehen. Also das wäre auch bis 5,10 legitim, sage ich mal. Wenn das vielleicht ein bisschen auf die Zeitachse streckt, dann genau, das auf jeden Fall auf der Unterseite. Oben haben wir dadurch deutlich ausgebremst. Wir hatten ja auch schon mal über das Thema gesprochen, Jahreswechsel, neues Allzeithoch und so weiter und so fort. Da hat er erstmal gut Dynamik rausgenommen und eben jetzt hier auch den Channel einfach gehalten halt. Ne? Also der steckt da noch immer drin. Wir hatten den jetzt schon ein paar Mal gezogen. Ich zeige euch nochmal kurz, dass ihr auch wisst, wovon ich rede, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Der Channel hier, der trennt unserem DAX jetzt von Übertreibungsbewegung nach oben oder abgeschlossene ABC, die sich jetzt nach unten wieder zurückgräbt. Ja, also das wird sehr interessant. Löst er das nachhaltig nach oben auf, das Ding, dann wäre es letztendlich eine Art bärische Flagge, die auf der falschen Seite verlassen wird. Ja, das kann auch immer gute Trendschübe auslösen. Hatten wir auch im Tagesschau drüber gesprochen. Ist einfach ein sehr wichtiger Bereich. Na, wir haben es gestern ja gesagt, braucht gar nicht so lang drum rumquatschen. Wir haben es gestern gesagt, 49, 1660, 925, 1660, das ist jetzt eben die Zone, aus der DAX durchaus eben auch wieder zurückkommen kann. Und das
Tut er bisher. Ja, das heißt, sollte er jetzt unter 29, 49 bleiben, würde ich da erstmal dran festhalten, dem hier noch ein bisschen Bewegungsspielraum zusprechen. Ich glaube, 57, 87 müsste sich jetzt kein Bein ausbrechen, um das zu erreichen. Das wäre ziemlich easy. Und dann muss ich zeigen, wie viel ist da noch möglich halt. Ne? Also, wie kann da noch kommen? Oder hauen dann die Bullen hier zum Jahreswechsel den dann schon wieder rein, wenn sie ihn hier einfach bloß ein bisschen seichter vorlegen, vielleicht jetzt für den Donnerstag. So, dann haben wir drei freie Handelstage. Das heißt, den 31., den 1. und den 2. Dann geht es am 3. Januar geht's wieder an aller Frische los. Ich glaube auch ohne irgendwelche Feiertage. Ja, sollte am 3.1. dann ganz normal wieder losgehen. Und dann gucken wir uns auch mal nochmal im Jahresblick an, wohin der Kerl so ein bisschen laufen kann. Wir haben es jetzt schon zum Mittwoch gemerkt, viel Bewegung war da gar nicht mehr so. Ne? Das war schon alles sehr träge, sehr ruhig. Sind auch wirklich nicht viele Händler am Parkett gewesen. Man hat es auch bei uns im Chat gemerkt, so gefühlt waren da nur 3-4 Leute, die überhaupt reingeguckt haben. Die anderen, die haben sich mit ihrer Familie beschäftigt. Das wird jetzt hier zum Donnerstag nicht anders werden halt. Ne? Also das denke ich schon. Ja, von daher ist das vielleicht sogar ein bisschen viel motiviert. Ne? Vielleicht bleibt doch einfach zwischen 49 und, was ist das Tief hier gewesen, 800 einfach in der Seite klemmen. Das wäre auch vollkommen in Ordnung. Das würde mich jetzt nicht verwundern. Und ansonsten würde ich aber schon auch sagen, über 49, über 69 macht es sich dann schon eher Richtung 1620, 1600, 1660 insbesondere dann auch, wo ja auch noch ein offenes Gap. Na, also ich möchte sehen, dass er jetzt darunter bleibt, unter den 925, 49, damit er auch im Channel drinnen bleibt, hier in einem gezogenen Channel. Und dann kann er sich hier wieder runterholen. Erstmal ans Band ran. Das wird eine ganze Weile dauern, bis du das kriegst und dann eben hier nochmal probieren, auf die Kante drauf zu setzen. Gut, mehr kann ich hier nicht sagen. Wir gucken im Tagesschau, da sind wir eine rote Tageskerze bestimmt, die jetzt aus der Zone zurückklafft, wo wir gesagt haben, die wird eben wichtig für Hop oder Top. Und aus der Perspektive muss man auch sagen, gibt es auch ein bisschen mehr Rücklaufpotenzial. Und da sind wir auch dabei, das, was wir die ganzen Tage schon erzählen, wenn er da oben umdreht, dann kann er durchaus nochmal zur 200-Tage-Linie zurück. Die liegt ja jetzt im Bereich um 45. Das würde auch gut reinpassen. Ja, also insofern, er ist jetzt erstmal eingedreht. Sollte ja noch bis hoch in die Zone. Das hat er getan. Ist hoch bis in unsere Zone gekommen. 49, 925, 1660 haben wir, glaube ich, immer gesagt. Ne? Das hat er geschafft. Hat sich eingedreht. Hat jetzt eine rote Tageskerze generiert. Und wenn da jetzt tiefere Tiefs kommen, würde ich ihm dann eben auch noch Platz geben. Na, auf der Ebene, wie auch auf der Tageschart-Ebene. Das bietet sich beides an. Heißt aber nicht, dass er deswegen nicht mehr steigen kann. Deswegen für mich so ein bisschen diese 925, 49 hier als Kante. Alles, was drüber geht, insbesondere auch über 69, wäre für mich dann eher Richtung 1660 motiviert, 1600 motiviert. Okay? Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Jahreswechsel. Ich mache nochmal eine kleine Neujahrsansprache dann, auch mit dem Jahresausblick. Ja, weil neues Jahr, das kann man ruhig schon auch dafür mal nutzen, sich einfach mal fest vorzunehmen, so ein paar Trading-Fehler abzustellen, ein paar Angewohnheiten abzulegen im Trading, weil das ist ein bisschen anders wie im Privaten, wenn man sagt, naja, nächstes Jahr will man weniger Fernsehen gucken, weniger rauchen, weniger essen, mehr Sport machen. Das ist alles schön und gut, aber im Trading hat es halt auch eine direkte Auswirkung wirklich auf das Leistungsergebnis halt. Ne? Das ist wie, wenn ich mir für eine eigene Firma was vornehme, für einen Beruf, nehme ich mir das nicht vor, klingt es. Ich meine, klar, das ist beim Rauchen auch so, wenn ich es nicht umsetze, dann halte ich das nicht, aber ich glaube, das sind ein paar andere Schuhe und das sollte man hier beim Trading einfach ernst zu nehmen. Gerade diejenigen, die jetzt hier vielleicht schon das dritte Verlustjahr oder auch mehr Verlustjahre schon hinter sich haben, da muss ich dann halt auch was ändern halt. Ne? Sonst sitzt man nach 20 Jahren immer noch da und zahlt irgendwo ein. Das bringt dann nichts halt. Ne? Also das ist schade um das schöne Geld, was man dann irgendwo hat erarbeitet und an der Börse immer nur wieder verzockt. Es geht ja auch anders halt. Ne? Man muss ja einfach eigentlich bloß mal seinen Kopf gedreht kriegen. Und anders agieren, wie man bisher agiert hat. Und das muss man sich aber wirklich vornehmen. Das muss man planen. Das muss man ein bisschen strukturierter angehen. Und das gebe ich ganz gerne einfach zum Jahreswechsel immer vor, da ein bisschen in sich zu gehen halt. Ne? Was will ich nächstes Jahr mit Trading erreichen? Wo will ich hin? Was will ich nicht mehr machen? Worauf will ich mich fokussieren? Und vielleicht auch einen kleinen Zettel mit zur Hilfe zu nehmen, aufzuschreiben, was hat man vor? Und dann kommt er halt mit neben Trading Desk. Dann liegt er halt jeden Tag da, damit man das immer anpacken kann, ob man es dann auch wirklich umsetzt.
Ja. Aber gut, dazu sagt man eine kleine Neujahrsansprache nochmal was. Und insofern bleibt mir hier nur zu sagen, ich wünsche einen schönen ruhigen letzten Handelstag. Viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.